zum DAX-Check begrüße ich heute Hermann Köckemann von Handelstag 24. Herr Köckemann, ich habe es gerade schon angesprochen, uns fehlen so ein bisschen die Impulse im DAX. Können Sie jetzt mehr rauslesen aus der Charttechnik? Guten Morgen, Frau Oltersdorf. Ich bin da eigentlich, was den DAX angeht, recht optimistisch. Aber schauen wir mal rein ins Chartbild und im 3-Monats-Chart sehen wir, dass die Korrekturziele bei 8.150 bis 8.074 Punkte in der vergangenen Woche zügig erreicht worden sind. Lediglich die Kurslücke vom 4. auf den 5. Juni im Bereich von 8.229 bis 8.295 als Widerstandsmarke hatte die Erholungsrallye ausgebremst. Der darauf erfolgte Rücksetzer verlief planmäßig bis an die 61er Retracement-Marke bei 8.150 Punkten, von wo aus der DAX neuen Schub erhalten hat. Somit sind im kurzfristigen Bereich die ersten Kursziele bei 8.300 bis 8.350 Punkte anzusetzen und bei einem Tagesschlusskurs deutlich oberhalb von 8.350 Punkten besteht die Chance, dass der DAX noch einmal an das Allzeithoch bei 8.557 Punkte heranläuft. Die Unterstützung sind derzeit breit gestaffelt, angefangen mit der Marke 8.140 sowie 8.034. Sollte diese allerdings unterschritten werden, läge das nächste Ziel im Bereich von 7.870 Punkten. Da sind wir aber noch ein ganzes Stück von entfernt. Von daher bleibe ich weiterhin zuversichtlich, dass wir noch steigende Kurse sehen werden. Also hier ganz optimistische Aussichten. Hermann Köckemann von Handelstag 24, Dankeschön. Gerne. Denn es gibt natürlich auch heute ein Produkt für Sie. Da schauen wir uns gleich mal an, welches da heute empfohlen wird. Wir schauen uns die Übersicht an. Und wir bekommen heute die Investment-Idee, ein Turbolong auf den DAX, die WKN NG0 XKE, Basispreis 7.700 Punkte. Da liegt auch die Knockout-Schwelle. Sie sehen es selbst, ein Hebel von 14,797. Laufzeit Open-End und der Emittent ist ING Markets. Tja, und das war schon wieder vom DAX-Check für heute am Mittwoch.